Also mein Name ist Jasmine Kirschner, ich bin hier die Ortsvorsteherin von Rheinsheim und wir haben heute Abend unser Gründungsfest der Bürgergenossenschaft Bürgerhaus Löwen. Wir befinden uns hier im Biergarten im Bürgerhaus Löwen und ich bin total begeistert und überwältigt, wie viele Leute heute hier sind. Ich bin begeistert, ich bin einfach stolz auf unsere Rheinsheimer. Im Hintergrund sieht man die Feuerwehr, die den Durst löscht. Ja, genau. Und zwar ist es so, dass die Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr Rheinsheim, Philipsburg, Abteilung Rheinsheim, hat sich spontan bereit erklärt, uns zu unterstützen, da wir in der Bürgergenossenschaft selber eigentlich nicht ausgerichtet sind, auch Feste zu veranstalten. Deshalb waren sie sofort und spontan bereit und gesagt, wir machen mit. Das Rote Kreuz macht mit und bringt heute Abend die Speisen, sorgt für uns für die Verköstigung. Und das finde ich eben das Schöne, dass von verschiedenen Gruppierungen im Dorf, dass alle mitmachen. Für dieses eine Ziel, diesen Löwen hier zu retten, zu erhalten und einfach neu zu beleben. Wir haben mitbekommen, es fehlt nur noch eine klitzekleine Summe, die für manch anderer Kaffeegeld, Trinkgeld sein könnte. Was für eine Summe ist das? Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei 234 Mitgliedern, was ich finde sehr viel, da bin ich sehr stolz drauf. Und es fehlen uns noch 48.000 Euro, 750, genau. Und heute Abend, muss ich aber sagen, haben sehr viele Rheinsheimer Bürger wieder Beteiligungserklärungen abgegeben. Und ich denke, ja, wir kommen unserem Ziel immer, immer näher. Und mittlerweile bin ich sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen. So, wenn ich jetzt einen kleinen Betrag anlege, kann ich daraus viel Geld machen für die Zukunft, mich selbst absichern, meine Rente und so weiter? Ja, das ist Sinn der Sache. Und zwar, ein Anteil sind 250 Euro. Wir haben ein Maximum bis 25.000 Euro. Kann man sich hier beteiligen? Klar, je mehr ich natürlich Anteile kaufe, je mehr Dividende kann ich dann bekommen. Heute gab es zum Beispiel die erste Dividende, ein Freibier. Aber ja, wo gibt's denn das schon, ne? Bevor das Ganze richtig losgeht, dass es schon Dividende gibt. Bei uns heute hier ein Freibier. Später natürlich in den nächsten 2-3 Jahren wird es wohl keine finanzielle Dividende geben. Das muss ja erst anlaufen. Aber für die Zukunft natürlich eine tolle Sache. Man kann hier sein Geld anlegen. In das Bürgerhaus zum Löwen als Bestandteil, dass später dann, so wie hier jetzt, immer was los ist, Zimmer vermietet werden, ein Laden ist, eine Gaststätte. Man macht Plus. Ja, genau. Wenn das Ganze alles läuft, dann machen wir auch irgendwann Plus. Die Sinn der Sache einer Genossenschaft ist, ich binde die Mitglieder automatisch mit ein. Sie beteiligen sich, also sind sie auch bestrebt, dass es läuft. Also kommen sie auch und nutzen das Ganze mit und das wird mich freuen. Wir haben einen tollen Architekt, der Herr Lichleiter, der auch sich schon tolle Gedanken gemacht hat. Man kann das hier auch für Events nutzen, für Hochzeiten. Hier sehen Sie unseren schönen Dom dahinter. Man kann hier Fremdenzimmer nehmen und kann hier wirklich seine Hochzeit feiern, in diesem schönen Ambiente, wenn wir es dann geschafft haben. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Schön, dass Sie so weit gekommen sind. TV Überregional wird weiterhin berichten. Danke. Vielen Dank Ihnen auch. Dankeschön. Die Nummer 1 hier in Philipsburg, Rheinsheim, Hudenheim und Umgebung, Herr Bürgermeister Matthus.
Wie gefällt es Ihnen hier auf der schönen Veranstaltung vom Bürgerhaus? Ja, hier im Löwe ist immer schön. Vor allen Dingen der wunderbare ehemalige Biergarten, der jetzt wieder reaktiviert wurde, ist ja sensationell. Tolle alte Bäume, tolles Ambiente, hervorragende Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Rheinsheim und Umgebung hier. Ja, was will man mehr? Das DRK kocht hervorragend, Grillsteaks und Würstchen auf dem Holzkohlegrill und die Feuerwehr sorgt für die notwendigen Getränke. Und die erste Rendite der Genossenschaft in Freibier läuft ja auch schon. Die Zukunft ist so wie gesichert? Die ist fast schon gesichert. Wir brauchen noch rund 46.000 Euro, um das Grundstück mit Häuser drauf, mit Gebäulichkeiten drauf kaufen zu können. Und ich bin guter Dinge, dass wir die nächsten 200 zeichnenden Genossen noch kriegen werden, um das Grundstück zu kaufen und dann über Zuschüsse auch die Sanierung angehen können und endlich es losgehen kann. Das ist für manch einer das Taschengeld. Was ist, wenn das Ganze erreicht ist? Darf man da noch weiterhin seine Einlage geben? Ja, natürlich. Man darf immer Anlage und Genossenschaftsanteile zeichnen. Je mehr, desto besser. Denn es ist ja so, soll ja später dann auch der Laden gewinnbringend funktionieren. Und je mehr Mitglieder hier einkaufen, desto besser. Weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank für das Interview. Ja, herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Einen wunderschönen Abend noch bei gutem Wetter. Also da wäre jetzt das erste Lied, das Frau Sieger bezieht sich hier auf dieses Gebäude und da haben wir einen Vorschlag zu machen, der aber erst in der letzten Strophe erkennbar ist.
der Architekt von dem kompletten Areal hier, der sich um alles kümmert, dass es wieder wunderschön wird. Herr Lechleiter, der Architekt, stellen Sie sich mal bitte unseren Zuschauern vor. Schönen guten Tag. Mein Name ist Miel Lechleiter, ich komme aus Bruchsal, bin beim Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung als Fachberater für Altbausanierung tätig und habe dieses Objekt mit Leidenschaft übernommen, weil ich davon ausgehe, dass hier ein Juwel im Verborgenen steckt. Wir haben ein sehr altes Gebäude und ich denke, man kann aus dem Gebäude ein richtiges, schmückes Stück machen, wo sich die Bürger aus Rheinsheim später freuen werden, dass sie hier in so einem tollen Anwesen wieder sich aufhalten können. Vielen Dank für Ihr Interview. Dankeschön, schönen Tag noch. Wenn wir jetzt das Lied singen, das schon einige Jahre alt ist, und zwar das mit dem Rheinsheimen Utsal. TV Überregional verabschiedet sich hier von diesem wunderschönen Geschehen. Ja, es war wirklich ein schöner Abend, oder vielmehr, es ist noch ein schöner Abend. Und ich weiß, ich habe es gewusst, die Rheinsheimer, wenn wir was bieten, unsere tollen Bengelsänger, dann sind sie alle da. Und es ist einfach schön und es freut mich unheimlich für diesen tollen Abend. Wir sind alle ganz stolz darauf, dass das wieder so gut geklappt hat. Ich bin stolz auf mein Rheinsheim. Und wie man sieht, ist es hier so gemütlich, dass keiner nach Hause geht. Alle bleiben sitzen und es geht doch bis heute Nacht. Ja, da gehe ich davon aus. Also ich denke, wir sitzen hier noch eine Weile. Falls Sie nicht mehr da sind, Sie verpassen wahrscheinlich noch unseren Nachtwächter. Der kommt dann auch noch und macht seinen Auftritt. Der kommt aber erst, wenn es dunkel ist. Also wie gesagt, die Rheinsheimer sind ein unheimlich kreatives Volk. Wir haben ganz viele eigene Künstler und wir können eigentlich von uns selber leben. Es ist einfach schön hier. Ich freue mich einfach hier, dass ich eine Rheinsheimerin bin und ich bin stolz drauf. Und die Bengelsänger, wie heißen die Bengelsänger mit den Namen?
Die Bengelsänger, das sind unsere Sänger, unser Altbewährte von der Fasching, Werner Schneider und Wolfgang Herberger, die das schon Jahre, jedes Jahr auf der Bühne stehen, schon über 30 Jahre. Und die haben so tolle Lieder über unser Dorf, über unsere Heimat. Und ich freue mich deshalb außerordentlich, dass wir sie heute hier mal sehen. Nicht an Fasching, sondern einfach unter dem Jahr mit ihren tollen Liedern. Ist ganz toll. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und durften wieder über Sie und über das wunderschöne Bürgerhaus berichten. Herzlich gern, immer wieder. Ich denke, es kommen weitere Ideen und wir werden weitere Veranstaltungen planen und unser Dorf einfach zum Leben erwecken. Danke. Ich möchte aber damit nicht sagen, dass es bisher nicht gelebt hat. Unser Dorf lebt schon immer mit Vereinen, aber hier können wir es kompensieren. Alle zusammen, Dorfgemeinschaft, das ist toll. Dankeschön. Danke.